Wir haben Schönes und Schweres erlebt. Wir haben erlebt, dass die Missbrauchsfälle uns intensiv beschäftigt haben. Wir haben Katastrophen erlebt, wie in Haiti oder auch in Pakistan. Und wir haben Schönes und Wertvolles erlebt, wie die Ministrantenwallfahrt nach Rom, wo über 11.000 Ministranten und Ministrantinnen unserer Erzdiözese dabei waren und froh ein Fest gefeiert haben. Wir haben gespürt, dass Menschen von der Kirche enttäuscht sind, dass Vertrauen verloren gegangen ist, dass Menschen auch die Kirche verlassen haben. Wir haben aber auch zugleich gespürt, dass wir uns der Aufgabe gestellt haben. Wir versuchen, soweit es möglich ist, aufzuklären. Wir haben uns entschieden, auch die Leitlinien zu vervollständigen und neu zu fassen. Wir haben ganz klar Präventionsmaßnahmen für die Zukunft beschlossen. Wir wollen erreichen, dass solche Dinge in Zukunft möglichst nicht mehr passieren. Eine Krise dient auch immer dazu, sich neu zu besinnen, genauer hinzuschauen, und das haben wir in diesem Fall getan. Und wir haben deswegen auch beschlossen, uns neu auf den Weg zu machen. Darum habe ich die katholische Kirche in Deutschland zu einem Dialogprozess eingeladen. Wir wollen gemeinsam den Weg nach vorne gehen, und das sollen alle möglichst mitgehen, dass wir uns auf diesem Pilgerweg des Glaubens von Gott zeigen lassen, welche Schritte nun angezeigt sind und was wir als nächstes tun sollen. Wir wollen das Verhältnis zwischen Priestern und Laien neu in den Blick nehmen und zu schauen, was wir alles der Mitarbeiter Laien verdanken, wie diese Arbeit noch profiliert werden kann. Wir wollen auf unseren Dienst in der Gesellschaft schauen. Der Mensch, der verdankt sein Leben Gott. Wir selber dürfen über den Menschen nicht verfügen. Und die ganze PED-Debatte hat die große Gefahr in sich, dass wir Menschen selber bestimmen sollen und wollen, wann ein Mensch leben darf, wann ein Leben menschenwürdig und lebenswürdig ist und dass wir uns damit zum Herrn der Schöpfung, zum Herrn über den Menschen machen. Da besteht die große Gefahr eines Dammbruchs. Deswegen müssen wir ganz klar sagen, hier ist die Grenze, die darf nicht überschritten werden. Es war nun bisher die evangelische Kirche wie wir der gleichen Meinung. Es war nun Diskussionen gekommen, ob es bestimmte Ausnahmen geben kann. Da sind wir nicht mehr im Einklang, denn es kann keine Ausnahmen geben. Wenn eine Grenze überschritten ist, dann ist sie nicht mehr zurückzuholen. Da bin ich in Sorge um das gemeinsame Zeugnis von uns in der Öffentlichkeit. Da werden die Gespräche auch noch weitergehen mit den Vertretern der evangelischen Kirche. Er wird natürlich in Berlin Station machen, weil es ein offizieller Besuch ist. Er wird eines neuen Bundesländer, nämlich Thüringen, besuchen, dort auch in Erfurt sein. Und er kommt nach Freiburg zu uns. Wir werden ihn herzlich aufnehmen. Er ist ein gern gesehener Gast. Und ich verspreche mir, dass es ein Fest des Glaubens wird, wo wir uns gegenseitig im Glauben stärken und wo wir auch das hören, was der Papst uns zu sagen hat als Wegweisung für die Zukunft. Ich hoffe, dass wir dann sagen können, der Papstbesuch war ein großes Ereignis, ein Geschenk des Glaubens für Deutschland. Ich hoffe, dass ich zugleich daran erinnern kann und sagen kann, ja, wir sind auf dem Dialogprozess ein gutes Stück vorangekommen. Die Kirche in Deutschland ist auf dem Weg in die Zukunft und sie tut es gemeinsam als Gemeinschaft des Glaubens.